Hey Leute, ich bin MacPaperik. Hier auf YouTube erfreuen sich viele Videos großer Beliebtheit, an denen sich Kampfsportler mal so richtig an so einem Boxautomaten auslassen. Wenn ihr da auch mal Bock zu habt und richtig gute Schläge landen wollt, beziehungsweise das Gerät knacken wollt, dann zeige ich euch hier mal die besten Schlagtechniken dafür und am Ende des Videos zeige ich euch auch nochmal einen kleinen Trick, wie ihr das Gerät austricksen könnt. So, ich habe jetzt bei mir zu Hause natürlich keinen Boxautomaten und draußen auf der Straße will ich das nicht machen, weil ich möchte mich da nicht so zu erkennen geben und auch da ja nicht irgendwie Publikum anziehen. Deshalb mache ich das hier zu Hause an dieser Boxbirne. Hier kann man nicht nur Schlagrhythmus trainieren, so wie die Boxer das machen, sondern hier kann man auch schöne, harte, perfekte Schläge für den Boxautomaten trainieren, da im Prinzip eine solche Boxbirne auch an einem Automaten zu finden ist. Vorweg jetzt noch ein bisschen Theorie, keine Angst, ich werde euch hier nicht lange langweilen, aber ein bisschen Theorie muss man halt wissen, wenn man den perfekten Schlag ausführen will. Denn ja, Kraft und Gewicht, das ist natürlich ein Vorteil, aber es gibt einige Mittelgewichtsboxer, die härter schlagen können als so manch Schwergewicht. Neben Kraft und Gewicht sind nämlich noch die richtige Technik und das richtige Distanzgefühl bzw. die richtige Distanz zum treffenden Objekt entscheidend. So, jetzt könnt ihr mich hier auch mal sehen. Ich habe mich nur ein bisschen verhüllt. Ich möchte nicht gleich erkannt werden. Na, du bist doch der, der das Video gedreht hat und so weiter. Deshalb, ja, seht es mir nach. So, um jetzt nun gut schlagen zu können, müsst ihr erstmal wissen, seid ihr Linkshänder oder seid ihr Rechtshänder? Das bestimmt nämlich eure Grundstellung. Ein Rechtshänder, der steht folgendermaßen. Linke Fuß vorne, rechte Fuß hinten, bisschen schulterbreit stehen. Vielleicht ein bisschen mehr, wie man sich halt wohlfühlt. So, Schlaghand ist die rechte dann, die liegt hier am Kinn und die Führhand, die ist hier weiter vorne. Und ja, das hier ist dann eure kräftige Schlaghand, die ihr richtig schön reindrehen könnt. Dann sieht das bei Linkshändern anders aus. Die stehen in der Rechtsauslage, das heißt, die rechte Hand führt und die linke ist richtig schön eure kräftige Schlaghand. So, dann gibt es Leute noch, die sind so wie ich, die sind Linkshänder, müssten eigentlich so stehen, stehen aber dennoch so. Hat natürlich den Nachteil, dass meine Schlaghand von Natur nicht so kräftig ist, die linke ist stärker. Aber ich kann halt mit dem Jab niemals so viel Kraft aufbauen, wie ich das mit einer rechten Schlaghand kann. Und deshalb bin ich da so, was die Schlaghärte von der Schlaghand angeht, etwas benachteiligt. Dafür kann ich natürlich gut mit dem Jab führen und natürlich auch schön linken Haken bringen. Und der linke Haken, das ist mein Schlag, den ich dann hier an der Boxbirne bevorzugt ausführe. Aber ich werde euch natürlich auch zeigen, wie ihr richtig die Schlaghand an der Boxbirne entsprechend bringt. So, nachdem ihr jetzt wisst, wie ihr euch aufzustellen habt, um den richtigen Schlag zu landen, müsst ihr natürlich auch noch bei einem Schlag das richtige Distanzgefühl haben. Und da ist es so, müsst ihr etwas näher ran oder müsst ihr halt etwas weiter ran. Das kann man pauschal nicht sagen. Jeder Mensch hat eine andere Distanz. Jeder hat verschieden lange Arme, ist verschieden groß. Deshalb, das müsst ihr einfach mal ein bisschen üben. So, jetzt kommen wir zur Praxis. Das mit der Distanz, wie gesagt, das müsst ihr so ein bisschen im Gefühl haben. Das kann man trainieren, indem man ein bisschen am Samstag vorher trainiert oder vor meinem Ding auch hier in so einer Boxbirne. Weil wie gesagt, zu nah dran habt ihr nicht die Kraftentwicklung und zu weit weg trefft ihr auch nicht voll. Deshalb müsst ihr wirklich schon ideal dran stehen. Ich werde euch jetzt als erstes meinen linken Seitwärtshaken zeigen, weil das für mich als Linkshänder in der Normalauslage halt der beste Schlag ist. Wichtig ist, dass ihr dabei locker steht, nicht verkrampft seid, damit ihr richtig schön aus der Lockerheit Kraft gewinnen könnt und richtig schön Schwung holen könnt. Ihr ladet euch im Prinzip erstmal auf, dreht die Hüfte richtig rein, dann raus und zieht durch. Und das ist wichtig, nicht irgendwie mit Anlauf, wie viele das machen und sowas, das ist einfach nicht cool. Es ist viel cooler, wenn ihr das wie so ein richtiger Kampfsportler macht. Und deshalb stellt ihr euch, wie gesagt, in die Grundstellung hin, schön locker. Und dann zieht ihr richtig schön durch. So, das war jetzt der linke Seitwärtshaken. Wichtig noch zu erwähnen ist, dass ihr hier mit diesen Knöcheln, die ihr treffen solltet, auch
überwiegend hier genommen mit der Mitte, nicht irgendwie hier außen, dann habt ihr wirklich die volle Trefferfläche. So, jetzt wird der oder die rechte Schlaghand kommen. Dafür gehe ich auch wieder ganz locker in Rundstellung. Meistens schlägt man hier erst den Jab und geht schon automatisch so ein bisschen nach hinten, lehnt sich auf und zieht dann voll durch. Den Jab lasse ich jetzt weg. So, das waren die beiden Schläge, die sich wirklich am besten boxerisch gesehen dafür eignen. Jetzt zeige ich euch nochmal den Trick, den ich am Anfang des Videos angesprochen hatte, wie man ja so einen Automaten austricksen kann. Klappt nicht bei allen Modellen, aber bei einigen Boxautomaten funktioniert das in der Tat. Und zwar schlagt ihr da jetzt mit der Handfläche, nicht mit der Faust, und ihr schlagt das Ding auch nicht von vorne, sondern ja, fast so eine Bunkerschelle, wie Bud Spencer das immer macht. Ihr müsst den hier von oben nach unten richtig schön runterhauen. Dann reagieren die meisten Boxautomaten damit, dass sie dann halt wirklich bis ins Unendliche so zusammenzählen und dass das Ding dann geknackt ist. Und das mache ich jetzt auch noch einmal hier aus der Schlagtechnik heraus, damit ihr das sehen könnt. So, das war mein Video-Tutorial dazu, wie ihr an einem Boxautomaten richtig schön euch auslassen könnt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Probiert es aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Na, hier seht ihr, ich habe mir die Finger doch tatsächlich einmal geklemmt. Wollte es eigentlich rausschneiden, dass es keiner merkt. Ich habe einmal hier gegen gehauen und jetzt habe ich hier eine kleine Blutquetsche. Aber egal, gebt mir einfach einen Daumen nach oben, von meinem wegen auch für die Blutquetsche. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Peverick.